Es bringt nichts! Nimm das! Wow! Das war knapp! Oh mein Gott, oh mein Gott! Wir haben Tails getötet! Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Erstmal zu, Penny. Ich brauch Chips. It's no use. Ach ja, so lässt sich's doch leben. Chips am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Gestrickte Socken dazu, der Boss hat dann Ruhe. Und Bingo, die Skripts für die Silbershorts 7 sind endlich im Kasten. Oh, einen wunderschönen guten Morgen, Cannabiskopf. Das sieht man auch nicht alle Tage. Warum bist denn du so gut drauf? Und überhaupt? Wie kannst du nur? Wir haben Tails auf dem Gewissen, verdammt! Oh, nein. Stopp. Erstens. Du hast Tails auf dem Gewissen. Ich dagegen habe gar kein Gewissen. Zweitens. Es war ein Unfall. Also mach dir keine Platte. Ja, aber trotzdem. Ich hab ihm die Nadel voll durch den Schädel geschossen. Und drittens. Tails ist quicklebendig. Bitte, was? Jo, logisch. Hab gerade noch mit ihm geplaudert. Er ist übrigens in 2 weiteren Silbershorts-Episoden dabei. Aber wie ist das möglich? Du weißt aber schon, dass der Kleine unendlich viele Leben hat, oder? Nein. Dann weißt du's jetzt. Ja gut, okay, gut, dass das vom Tisch ist. Und warum warst du jetzt nochmal so aus dem Häuschen? Das neue Skript ist fertig! Oh! Das verheißt nichts Gutes. Oh, aber ganz im Gegenteil, Silverlein. Diesmal haben wir ein paar ganz besondere Gastauftritte. Okay, das ist entweder sehr gut oder sehr schlecht. Wer ist dabei? Also, wen haben wir denn da? Sonic? Sollte kein Problem sein, ich glaube, der hat seine Lektion gelernt. Amy? Sollte gehen, solange sie nicht ihren Hammer auspackt. Rouge? Hey, der Cast wird ja richtig gut diesmal. Cream? Ha, die ist auch voll okay. Und zu guter Letzt, Blaze. Nee. Doch? Nee. Oh doch. Ach komm schon, können wir nicht einfach jemand anderes nehmen? Irgendjemanden? Nein, es muss Blaze sein. Eine verdammte Scheiße. Was ist los, Silver? Wirst du etwa gerade rot? Ich hab keine Ahnung, wovon du gerade redest. Oh, Silver! Du kleiner Schlawiner! Was geht denn da bei dir im Kopf ab? Was? Du bist über alle 7 Stacheln verknallt! So sieht's aus! Was? Ach nein, das hast du ganz falsch verstanden. Also das ist ja nicht so, dass ich jetzt... Gut, dann kann sie ja mitmachen. Hä? Oh Mann, ja, ich geb's zu. Können wir sie jetzt bitte wieder rausnehmen? Nö, jetzt bleibt sie erst recht drin. Du verdammtes Arschloch. Weiß ich doch, Silver. Übrigens, was machst du denn da gerade? Ich toaste mir einen Toast. Wieso? In einem Toaster? Nee, in den Feuern des Schicksalsberges. Logisch, in einem Toaster. Aber warum ausgerechnet in einem Toaster? Weil ein Toaster Toast toastet, vielleicht? Ich weiß, dass Toaster Toast toasten. Verdammt nochmal, alle Toaster toasten Toast. Stell dir mal eine Welt vor, in der Toaster plötzlich keine Toast mehr toasten. Das wäre doch ziemlich... Toastlos? Trostlos, du Napsülzer! Nein, was ich hier gerade sagen will, ist... Du benutzt ja einen stinknormalen Toaster und machst dir einen 0815 Toast. Warum gibst du dich damit zufrieden? Du könntest auch ein ultimatives Toast haben. Hm? Du hast zu viel Zeit mit Shadow verbracht. Okay, ich versuch's nochmal anders. Es ist wie bei dir und Blaze. Oh nein, nicht schon wieder das Thema. Doch, Junge, hör zu. Warum in 3 Teufelsnamen sollte sich die Prinzessin aus ihrer Welt und Hüterin der Soul Emeralds mit einem Pimp wie dir abgeben? Hey! Beantworte die Frage, du Depp. Eben. Gar nicht. Zumindest nicht, solange du noch so bist, wie du jetzt bist.
Naja, und was soll ich jetzt machen? Du könntest mal damit anfangen, deinen Mann zu stehen. Jetzt tu dir einen Gefallen. Nimm deinen ganzen Mut zusammen. Geh da raus, rock die Bühne und hol dir die Miezekatze. Wenn du's richtig anstellst, toastet sie dir in Zukunft das Toast. Und wenn ich's vermassle? Dann, mein Freund, bist du das Toast. Shit! Blaze, du kleiner heißer Feger. Wenn du mich so anschaust, ist das so... Es ist so beschämend. Keine Sorge, Babe. Ich pass gut auf dich auf. Silver. 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 Wach auf! Du überstrapazierst meine Geduld. Später. Mann, ey! Ich schwöre, irgendwann treibst du mich noch zur Weißglut. Ist doch kein Grund, mich gleich anzukokeln. Ich meine, warum kommen wir einfach nicht miteinander klar? Nur weil wir uns eine Wohnung teilen, gibt dir das noch lange kein Recht, mich zu dissen. Hä? Ich disse dich doch gar nicht. Ja, klar. Ach, übrigens. Du hast heute im Schlaf mehr gesabbert als sonst. Wovon hast du denn geträumt? Ja? Ich hab von Essen geträumt. Aha. Ja. Du hast echt eine Klatsche. Was? Musst du eigentlich immer so fies zu mir sein? Ich dachte, wir wären Freunde. Freundschaft und Respekt beruhen auf Gegenseitigkeit, verstehst du? Oh, wie kommst du denn jetzt darauf? Es ist so offensichtlich, dass du irgendwas Versautes geträumt hast. Was? Ich hab nichts versagt. Stimmt, hast du von den billigen Flittchen aus deinen Zeitschriften geträumt. Puh, das war ja haarscharf. Oi. Ich deute dein Schweigen mal als ein Ja, Herr Wersling. Nein! Ich schwöre, ich... Hey! Wir reden später weiter. Ach, Mensch, Blaze, warum bist du nur so fies zu mir? Kurz darauf. Jetzt mal ernsthaft. Warum ist sie so fies zu mir? Hab ihr doch nichts getan. Ah! Alter, lass den Scheiß. Hey, danke, dass ihr trotzdem gekommen seid. Ich meine, nach all dem, was passiert ist. Oh, naja. Es ist nicht so, dass wir einfach so verschwinden könnten, weißt du? Hä? Heißt das, du hast Chaos Control immer noch nicht gemeistert? Ganz ehrlich, nicht wirklich. Das Raumzeitportal offen zu halten, hat sich als schwieriger herausgestellt als gedacht. Okay, aber beherrscht Blaze es denn nicht genug, um allein zurückzukehren? Naja, schon. Aber solange unsere Kräfte nicht in perfektem Einklang sind, kann ich nicht mit ihr mitgehen. Auch wenn sie es allein schaffen würde. Und wieso ist sie dann noch hier? Nun... Juhu, Zeit für einen Flashback. Chaos! Control! Was? Du hast den Dreh wohl noch nicht raus. Ja, aber du schon. Du verschwendest nur deine Zeit mit mir. Merkst du's nicht? Es bringt einfach nichts. Los doch, geh allein zurück nach Hause. Sie brauchen dich dort. Nein, ist schon okay. Ich bleib hier bei dir. Was? Wieso? Machst du dir etwa Sorgen? Logisch. Immerhin bist du ein hoffnungsloser Fall. Oh! Warum? Warum nur? Warum bist du so gemein zu mir, Blaze? Flashback Ende. Ah, jetzt macht's Klick. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht das Einzige ist, was dir im Kopf rumspukt. Ach, ist keine große Sache, wirklich. Es ist nur so, dass ich mich in letzter Zeit total nutzlos fühle und ihr damit wohl permanent auf den Keks gehe. Das ist alles? Naja, das und... Hm? Oh, ich kapiere einfach nicht, warum sie so biestig zu mir ist. Ist das dein Ernst? Alter, lebst du hinterm Mond oder was? Hä? Ey, Mann, sogar ich weiß, dass sie einfach nicht der Typ für Teamwork ist. Flashback. Ernsthaft.
Schon wieder. Yeah, los, treten wir Eggman gemeinsam in die Weichteile. Ach, leckt mich. Und zurück. Das hätten wir uns ja sparen können. Sie tut sich halt immer ein bisschen schwer im Umgang mit anderen, aber sie wird besser, glaube ich zumindest. Oh. Okay. Andererseits verhält sie sich auch nicht gerade wie eine süße, kleine, unschuldige Miezekatze. Stell dir das mal vor. Wenn du mich so anschaust, es ist so beschämend. Hä? 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 Ach du Scheiße, das wäre zu viel für mich! Reizüberflutung! Reizüberflutung! Ah, super. Geht es dir gut? Und? Kommen du und Silver gut zurecht? Hm? Naja, wir haben ein gemeinsames Apartment gemietet und bisher gab es keine größeren Probleme, wenn du verstehst. Oh, das ist so romantisch. Es muss so schön sein, wie ein verheiratetes Pärchen zusammenzuleben. Was hast du gesagt? Aha, das verstehe ich nicht. Moment, du und Silver, ihr seid kein Pärchen? Was? Nein! Natürlich nicht. Hä? Ist doch sonnenklar, dass sie kein Paar sind. Schaut euch doch nur mal an. Eure Gesten sprechen wahrhaft Bände. Oh, wirklich? Natürlich sind wir nicht zusammen. Und ich hatte auch nie wirklich die Absicht, mit ihm eine Beziehung einzugehen. Naja, es ist ja nicht so, als würde man sich für dich interessieren. Bitte was? Oh mein Gott, allein die Vorstellung! Mach, dass es aufhört! Ich will gar nicht wissen, was da gerade in deinem Kopf abgeht. Nein! Menschenskinder nochmal. Ich glaub, der Typ hat nicht alle Trigger am Iblis. Was meinst du damit? Nun ja, auch wenn du als Prinzessin geboren wurdest, kann man dich ja nicht ernsthaft als feminin bezeichnen. Und du denkst, das kümmert mich? Ich gehe nur meiner Pflicht nach. Trotzdem ist deine Grundhaltung alles andere als ladylike. Hm? Bist du etwa ein Wildfang? Wie hast du mich gerade genannt? Ich sage nur, was ich sehe. Das und die einfache Tatsache, dass du flachbrüstig bist. War das gerade? Sag mir das ins Gesicht, du... Was? Bist du taub, Flachland? Ladies? Ah, diese Bilder, die werde ich jetzt nicht mehr los. Die habe ich ewig im Kopf. Bro? Schalt mal einen Gang runter, deinetwegen schwebt ja alles. Hey, Blaze! Warum räumen wir nicht einfach weiter auf? Hm. Du hast recht. Immerhin bin ich deswegen hier. Hm? Hey, hörst du mich überhaupt? Krieg dich wieder ein, Mann! Ich drehe noch durch! Hm? Geh mal beiseite. Ich halte das nicht aus! Dieser Heckenpenner! So leicht die Kontrolle zu verlieren. Puh, danke, Blaze. Obwohl ich nicht glaube, dass es nötig war, ihm fast den Schädel zu spalten. Ach, wen kümmert's? Oh, übrigens, eine Frage. Sehe ich für dich nach einer femininen Persönlichkeit aus? Hä? Machst du Witze? Wo kommt das denn plötzlich her? Verdammt, wer bist du und was hast du mit Blaze angestellt? Warum lachst du? Siehst du mich etwa nicht als Mädchen? Aber du bist doch kein Mädchen. Ich meine, du bist Blaze. Verstehe. Entschuldige mich. Hä? Blaze, wo willst du denn hin? Ach Mensch, Sonic, was hast du ihr denn gesagt? Hä? Ich? Ich hab gar nichts gemacht! Äh,
Please. Einen Moment später. Nicht sonderlich feminin, hm? Wen kümmert's? Nicht, dass es mir etwas ausmacht, aber... Stimmt das? Du bist doch kein Mädchen, ich meine, du bist Blaze! Was schert mich das auf einmal? Interessiert doch eh keinen. Währenddessen... Hey, Silver! Lass uns eine Runde zocken, was meinst du? Macht es dir was aus, wenn ich mit zu dir ins Bett komme? Ich hab Angst allein. Guten Morgen, Liebling. Was möchtest du zum Frühstück? Hört er auch mal auf damit? Teufel noch eins. So ein Vollidiot. Lass mich mal ran. Ha! Auf die 12! Alter, was ist denn bei dir falsch gelaufen? Hä? Seid ihr Ladies heute alle des Wahnsinns? Soll ich nochmal draufhauen? Na, der kriegt sich gleich wieder ein. Was fällt dir eigentlich ein, mich mit seinem Hammer zu verdreschen? Ich hätte dabei draufgehen können. Dafür ist gerade keine Zeit, Mann. Hä? Silver, wir müssen nach Blaze suchen. Was? Blaze ist verschwunden und das ist alles Sonics Schuld. Moment mal, Auszeit. Was habe ich denn jetzt wieder verbrochen? Du weißt verdammt genau, dass du Mist gebaut hast. Jetzt tu nicht so blöd, du Vollhank. Herrgott, noch eins. Wieso sind Frauen so kompliziert? Kompliziert? Ich werde dich gleich... Oh, du bist so ein herzloses Stück Ass. Herzloses Stück was? Ich glaube, es hackt. Alter, ihr müsstet euch mal hören. Tut mir einen Gefallen und sucht euch ein Zimmer! Darauf! Mann, wo ist sie nur? Da bist du! Sagst du mir, was passiert ist? Ist nicht so wichtig. Also willst du mir nicht erzählen, was vorgefallen ist? Ich sagte doch gerade, es ist egal. Blaze, du kannst mit mir über alles reden! Eine Pfeife wie du würde sich nur drüber lustig machen. Pfeife, hä? Hör zu, ich verspreche dir, ich werde nicht lachen. Sag's mir einfach. Also? Na schön. Aber du wirst lachen. Ganz sicher. Die Wahrheit ist, dass mich die anderen nicht wirklich als feminin wahrnehmen. Ganz zu schweigen davon bin ich... noch ziemlich unterentwickelt. Was meinst du mit unterentwickelt? Silver, ich bin flachbrüstig. Was denn? Willst du gar nicht lachen? Ah! Himmel, Arsch und Zwirn, was mache ich jetzt nur? Wenn ich ihr das sage, was ich gerade denke, geht sie garantiert hinter die Decke. Auf links noch eins. Oh Gott, nein! Dieser Blick weist nichts Gutes. Was sage ich ihr nur? Ich muss versuchen, ehrlich zu bleiben, ohne wie ein totaler Perversling zu klingen. Und am Leben bleiben wir auch noch ganz nett. Okay. Nee, über sowas lache ich doch nicht. Außerdem, ich liebe deine flache Brust. Hm? Ach du Scheiße, was habe ich nun getan? Silver? Ah, ich bin voll am Arsch. Jetzt hat sich's ausgesilbert. Die macht mich kalt. Oh, Silver. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich mich das macht. Du hast mich von dieser schmerzlichen Unsicherheit befreit. Du bist echt der Beste. Hä? Hab tausend Dank. Ich geh mal besser zurück und helf den anderen. Warte! Ich hab auch diese schrägen Träume von dir. In manchen davon trägst du sogar ein Vocaloid-Cosplay!